Das Wort Populismus kommt von Populus, das heißt Volk. So ist zum Beispiel etwas populär, wenn es beim Volk bekannt und beliebt ist. Meist negativ wird dagegen das Wort Populismus verwendet. Der Hauptvorwurf an Populisten ist, dass sie dem Volk nach dem Maul reden und damit politischen Nutzen und Macht zu gewinnen. Populisten behaupten, sie sind das Sprachrohr des Volkes. Nur sie wissen genau, was das Volk wirklich will. Und sie sind die Einzigen, die den Mut haben, zu sagen, was alle denken. Ihre Strategie ist immer dieselbe. Populisten erfinden und betonen einen Gegensatz zwischen einer vermeintlichen Elite und dem sogenannten Volk. Elite sind für sie die da oben, die angeblich den Kontakt zum Normalbürger verloren haben. Die Elite, behaupten Populisten, arbeite an Verschwörungen oder an sonstigen Machenschaften. Zur angeblichen Elite zählen Institutionen wie die EU, Politiker anderer Parteien oder auch die Medien. Der Elite gegenüber steht das sogenannte Volk. Das ist für Populisten eine einheitliche Gruppe, von der Elite betrogen und bevormundet. Die Populisten schüren Ängste und greifen vor allem Themen auf, die starke Emotionen hervorrufen. Fakten spielen dabei meist keine Rolle. Populisten brauchen und erschaffen Feindbilder, gegen die sie Stimmung machen. Oft ist das eine Minderheit, der sie alle Probleme in die Schuhe schieben können. Und egal wie groß diese Probleme sind, Populisten behaupten, einfache und schnelle Lösungen zu haben. Der Haken? Diese angeblichen Lösungen ändern meist nichts an den Ursachen der Probleme. In Wirklichkeit steckt da nicht viel dahinter. Denn das Einzige, was Populisten immer wieder beweisen, sie scheitern, wenn sie wirklich politische Verantwortung übernehmen müssen.